Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei der Terra May und beim Nesraktak in der Secret World. Ja, die Terra kann man gerade so schlecht sehen, aber ich dachte mir, wenn der gute Malael hier schon mal auf dem Boden sitzt, so schön und sich fein gemacht hat, dann nehmen wir ihn doch mal in Großaufnahme. Ne? Habt da alle was davon. So, wir müssen das alte Archiv finden. Wo ist das denn? Gucken wir nochmal auf die Karte. Ah, das ist gar nicht so weit weg. Aber erst schnitzeln wir uns hier unten durch die Gule, oder? Haben wir uns verdient. Haben wir uns verdient. Ja, nachdem wir letztes Mal so komisch rum... Siehst du, das ist kein Verkehrsschild. Das ist eine Sense. Ja. Das ist Blech an einem Stock befestigt. Packt ein längliches Einbahnstraßenschild auch an einen Stock und das ist ausgleichend, was die ganze Farbe abgeblättert ist. Das sieht genauso aus. Ja. Ich glaube, am Ende dieser Folge kann ich mal wieder KP ausgeben, so wie es aussieht. Das wäre noch was Schönes. KP ausgeben ist cool. Mir fehlen dafür noch 21. Oh, eine Klinge. Nett, nett. So, irgendwo da hinten müsste das sein, ne? In diese Richtung. Und da kommen auch schon neue Gegner auf uns zu, nämlich ganz schön eklige, unreine Gezüchtviecher. Wie heißen schon unreines Gezücht? Da müssen wir sie eigentlich tilgen. Mach ihr das mal. Ich mach mal kurz was in meinem Baum. Ja, liebe Kinder, die Terra hat einen eigenen Baum. Ja, ein Bonsai-Bäumchen. Echt? Ja. Hast du einen grünen Daumen? Nicht wirklich, aber das Bäumchen, das kriegt so viel Liebe. Wie sieht das denn mit dem Lesrak aus? Lesrak, hast du Zimmerpflanzen? Und wir überleben nicht mal Kakteen. Ja, das ist gut. Haben wir was gemeinsam? Obwohl, meine Freundin und ich haben eine einzige Zimmerpflanze jetzt. Die hat uns jemand zum Einzug geschenkt und noch lebt sie. Noch. Das ist schon ein halbes Jahr her fast. Ich komme mal zu Besuch. Oh wei. Ja, das droht er mir jetzt schon seit wie vielen Folgen an und er macht es trotzdem nicht. Irgendwann steht er hier vor der Tür. Ey, das muss aber auch zeitlich passen für uns beide. Ja, das ist richtig. Außerdem will ich meine Armee wenigstens komplett bemalt haben dafür. Na, nur einmal spielen. Hattest du gesagt, du hast lieber Gegner, die komplett bemalte Armeen haben? Ja, das ist ja für die Zuschauer auch schön, nicht wahr? Bestreite ich ja nicht, deswegen mach ich's ja. Außerdem, bei der Strecke geht's auch nicht einfach so. Stirb, unreines Gezücht! Das hat gerade voll das fiese Geräusch gemacht. Oh, hier ist ein ganz großes. Ein stackender Schleicher. Was Tolles ist, keiner von euch braucht Heilung. Ja, ich bin quasi arbeitslos. Gezett. Muss ja anklicken. Dann kannst du betreten. Solo-Instanz extra schwer. Nightmare. Solo-Instanzen sind der Albtraum der Eukalypter. Ich glaube eher des Koalis. Nicht immer. Ich habe auch. Okay. Ist doch nicht solo. Wir sind hier alle zusammen. Yay! Yeah! Yay! Yeah! Yeah! Wir
Dann kann ich ja mal ganz kurz eine drehen. Müssen wir ja so auf jemanden warten. Aton, Aton. Wie Aton? Ja, hier, das ist doch das Aton-Symbol, oder nicht? Hinter ja, mir. Aber ich dachte, wir sind auf der guten Seite, also auf der anderen Seite. Als, sind wir das denn? Ich bin auf der Seite, die das meiste bezahlt. Ich habe zumindest das Geschenk angenommen im ersten hier, Dingens da. Ja, natürlich, ich habe ja auch angebetet. Nein, ja, ihr Spoiler doch noch nicht, das haben unsere Zuschauer doch noch nicht. Definitionsfrage. Ich hab mich zufälligerweise direkt vor ihm einmal hingekniet, weil ich mir die Schuhe zugebunden habe. Er hat das als Anbetung definiert. So, das ist ja sein Problem, nicht wahr? Ja. Ein Artefaktfragment finden. Ach, wir sind beanspruchen, das heißt, wir müssen den jetzt machen. Ah, da kommt was. Da gehe ich jetzt bestimmt nicht rein. Nicht? Ach, guck mal, der geht doch viel zu schnell down, wenn ihr dabei seid. Ich mache ja nie wieder was. Aua, ich hab. Au, au, au. Krieg ich ein Pflaster? Moment gleich. Terra, Pflaster. Bitteschön. Dankeschön. Hast du gar nicht mehr gebraucht. So, aber hier sind wieder. Bestimmt, wie heißen die? Gruftkriecher. Ja, tiefgefrorene Insekten. Ja, schmeckt. Das knackt nochmal extra. Hast du schon mal Insekten gegessen, Tamara? Heuschrecken. Heuschrecken? Echt? Mhm. Ich habe noch nie Insekten gegessen. Was für mit Lesrak? Habt ihr schon mal Insekten gegessen? Es gibt Grenzen. Die schmecken echt gut. Sollten sehr eiweißreich sein, angeblich. Es gibt Grenzen. Die waren mit Schokolade ummantelt. Noch weniger. Na, das war lecker. Oh, ich bin aus der Reichweite gelaufen. Das ist so schön. Mit dem Sturmgewehr? Wie geht das? Ja, wenn man jetzt in eine Säule läuft, dann hat man keinen. Ah, da fällt er. Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Weise Worte. Ja, habe ich aus irgendeinem Buch. Achso. Ernsthaft? Ich hab's in der Kinderserie gehört. In der Kinderserie? Ja, auch Kinderserien bilden. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jedes Mal eine Sendung mit der Maus guckt am Sonntag, das bildet. Okay, da hab ich's. Na, das bildet nicht und so. Aber da sieht man auch mal den Altersunterschied. Der Lestrak, der findet Teletubbies noch cool. Dass sie cool sind, habe ich nie gesagt. In meiner aber ich habe mir, gab's die aber noch ich habe mir letztens mal, ich habe mir jetzt auf YouTube letztens mal die Sesamstraße angeguckt, um mal zu sehen, was du meintest. Ja. Du kennst keine Sesamstraße? Nein. Kannst du mal sehen. Gesehen. Zu der Zeit waren meine Eltern anscheinend der Meinung, dass Fernsehen nicht gut für mich ist. Aber die Sesamstraße. Raffzahl war so toll. Ja, und Raffzahl kannte ich. Und Herr von Bönefeld. Ja. Nee, also Raffzahl kannte ich. Eins. Zwei. Ja. Den fand ich mal toll. War aber auch ein Vampir. Nein, er war Raffzahl. Er war ein Vampir. Ein leergesaugter toter Mensch. Zwei leergesaugte tote Menschen. Raffzahl. Gruftkriecher! Das war doch Kraftzahl, oder nicht? Ja, der hat immer alles gezählt, ja. Aber tote Menschen hat er, glaube ich, nie gezählt. Nie in der Öffentlichkeit. Ein Liter Blut. Er hat auch Tomatensaft getrunken. Hatte nicht. Also die Sesamstraße wurde dann erst komisch, als das Krümelmonster anfangen musste, Brokkoli zu essen. Was? Ja, die Amis sind verrückt. Das Krümelmonster kenne ich ausnahmsweise auch mal von Hören und so, aber es hat Kennst doch immer Kekse gegessen. Kennst du denn auch Grobi?
Nein. Nicht? Krümel und Kraftschal, da endet es. Natürlich kenne ich Grobi. Grobi war cool. Und Unbekannte Nummer 1 und Nummer 2. Hä? Kennst du nicht? Das ist eine Ernie und Bert Verarsche. Ach so, doch, ja. So. Abwehrposition. Na gut, Terra packt schon mal einen Schneesturm, castet mitten in die Wüste. So ein bisschen wie meine Saiyan-Runde gerade. Auch Winter ist mitten im Sommer in der Wüste von Las Vegas. Also ein nordischer Gott. Was? Wer meine Theorie hat, nordischer Gott, was willst du tun? Meinst du? Ich würde sogar sagen Loki. Loki? Oder einer, oder der Anführer der Eisdiener, da könnte noch ein Titan durchgehen. Der ja die Bösen, wenn ich mich direkt erinnere. Das ist vielleicht so einer böse, so ein Eisriese. Oder Fenrir. Der soll ja die Sonne verschlucken. Hat er vielleicht gemacht, nur niemand hat's gemerkt. Ja, aber hier ist ein Wolf und kein Eisriese. Ja, mag sein, aber Fenrir ist auch ein Titan. Ist aber ein Wolf und kein Riese. Ja, aber der ist trotzdem auch aus der Mythologie und kann deswegen vielleicht auch für Kälte und winterartige Umgebung sorgen. Yay, wir sind Imbar. Ihr seid Imbar. Den Altar immer noch verteidigen. Yay. Da fällt er. Und da kommt noch einer. Und läuft direkt wieder weg. Wieder ab. Ja, ich glaube, das geht auf Zeit hier, ne? Kann das sein? Mhm. Weil ich, zu diesen Golems bin ich noch nie gekommen bisher, als ich es bis jetzt mal gespielt habe hier. Ernsthaft? Ne, ich hatte immer nur die Schrauschrecken. Ich hatte 3 Golems. Oh, hier ist Wissen. Wo ist Wissen? Ja, das hatte ich noch nie gesehen. Tatsache. Mist, hä? Okay, dass ich es nicht gesehen habe, ist ja okay, aber du? Nee, ich war hier mit Eukalyptor noch nie. Ja, die Ausrede würde ich auch benutzen. Ja, tragisch. Gelbe Symbole in der Spielwelt stehen für Wissen. Und schwarze auch. Jetzt spoiler doch nicht. Das ist kein Spoiler, gleich in King's Mouth gibt's auch ein schwarzes Wissen. Echt? Ja, ein einziges, aber ja. Wo denn? Weiß nicht mal wo. Dann habe ich das aber noch nicht. Mag ja sein, aber dann ist es trotzdem kein Spoiler. Müsst ihr mir nachher mal zeigen. Das schwarze Wissen. Wenn ich mich erinnern würde, wo es war. Siehst du, jetzt behaupten sie einfach irgendwas. Das wäre mir zuzutrauen, ihr eher weniger. Hast du dich umgezogen zwischendrin, Terra? Ja, ich dachte, ich passe mich mal ein bisschen an, wenn Malae sich eben schon schick macht. Ne? Die machen ja deine Beschützer, also. Achso, ja, Bodyguards, ja. Genau. Und weil ich auf die knappen Sachen eh nicht reagiert habe. Ich hatte doch nichts Knappes an. Davor schon. Das war eine Kampfweste und das ist nichts Knappes. Okay. Dann erklär das ja, wieso ich nicht reagiert habe. Wie seid ihr hässlich? Du auch. Dickes, großes. Okay, ich dachte, jetzt meine ich. Nein!
Ey, es hat mich gestunt. Ja, das machen die Großen gerne. Apropos Essen, da fällt mir was ein. Was ist das Ekligste, was ihr je gegessen habt? Das Ekligste? Also nicht eklig, was euch am wenigsten bisher jemals geschmeckt hat. Tintenfisch. Hansensuppe. Hansensuppe? Ja, das ist auch ziemlich eklig, das stimmt. Ich hatte mal in der Mensa, wo ich zur Uni gegangen bin, ganz am Anfang, da wurde die Mensa immer vom Studentenwerk beliefert. Und die hatten also keine richtige Küche, die mussten das halt immer warm halten. Und immer wenn es in der richtigen Uni-Mensa halt Eis gab als Nachtisch, gab es bei uns in der Mensa Traumschaum. Traumschaum? Ja, geschmolzenes Eis. Das habe ich aber auch erst rausgefunden, als ich dann mal ein bisschen öfter mal in der anderen Mensa war. Aber mittlerweile gibt es die schon gar nicht mehr. Hat wohl auch seinen Grund, nicht wahr? Mhm. Ja. So, Ach ja, wir müssen immer noch Shani-Bericht erstatten. Portmonster gleich mal. Ich glaube, die hat sogar bei mir noch eine Quest offen. Ich porte mich da mal hin, dann könnt ihr euch zu mir porten. Und ich glaube, das ist so eine komische Sabotage-Quest. Jo, viel Spaß. Die wir alle gerne machen, ne? Viel Spaß. Ich glaube, Terra macht die wirklich gerne. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Ich ziehe mich lieber schnell um. Ich könnte als Anwalt durchgehen. Aber ich glaube, das war gar nicht so schlimm hier mit dem Verräter. Da muss man, glaube ich, irgendjemanden mit verfolgen oder so. Du musst, glaube ich, an ein paar Häusertüren klopfen und... Ja. Nein, die hatten wir, glaube ich, schon. Ich hatte sie zumindest noch nicht. Doch, wir beide hatten die. Die gelbe hatten wir noch nicht, da steht bei mir kein Häkchen dran. Die mit dem Klopfen. Ja, das kann sein. Das war Kopfjäger, die Nebenquest, die rechts davon ist. Achso, ja. Gut, wir versuchen mal den Verräter. Wir haben ja hier eine Expertin mit dabei jetzt. Ich will offen mit Ihnen sein. Es gibt einen Verräter in Almaraya. Hier, er schleicht durch diese Straßen, während wir sprechen. Die Schlange verrät Informationen an die Kultisten. Es ist meine Schuld. Ich war zu gutgläubig. Ich hätte mich immer nur auf Maria verlassen sollen. Verzeihen Sie meinen Zorn. Sie haben viel Gutes für uns getan. Ein Handelsprinz aus Kairo ist unter uns. Er hat vermutlich mögliche Profite im Wüstenwind gerochen. Wir haben einen geheimen Handel arrangiert, obwohl ich Geheimnisse eigentlich hasse. Aber die Atonisten wussten es. Die Schlange hat uns beobachtet, selbst dabei. Aber vielleicht hat sie einige ihrer Schuppen verloren. Eine Spur, die ein geduldiger Jäger verfolgen kann. Aber Vorsicht, es könnte jeder sein. Ich begreife es nicht. Bedeutet unsere Geschichte gar nichts. Bedeutet unsere Freiheit gar nichts. Der Handelsprinz, ich habe mit ihm gesprochen. Er sagte mir, wenn ich das Wesen der Menschen wirklich verstehen will, muss ich nur die Kommentare bei YouTube lesen. Ich hasse das Internet. Ja, die Kommentare bei YouTube sind jetzt nicht immer so die schönste Literatur, die man lesen kann. Moment, wegen der massiven Anzahl? Nein. So. Wo müssen wir denn da hin? Ist das Restaurant da von der Tussi? Ich glaube eher, das ist das... Also eine richtiges Questgebiet haben wir, glaube ich, nicht hier auf der Karte.
Malael geportet. Ja. Ist aber nicht wirklich das Restaurant, das wird irgendwie das andere Teil sein. Wir treffen uns mal bei Malael. Achso, ich dachte, ihr wollt weiter drüber nachdenken. Oder lasst oder die Questmarkierung suchen. Naja. Ah, ja. Wo der Verräter und der Prophet von Aton. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es gibt auch jetzt, wenn du in der Stadt bist, gibt es auch eine Markierung. So, und jetzt müssen wir wieder über die Dächer da rein, ne? Ich gehe lieber hier durch den Durchgang. Da kann man durch? Gerade eben. Ja, ging's, wegen einem Bug. Okay, bei mir geht's nicht. Bei mir geht das Ganze nicht. Also muss ich einen Weg finden, so da reinzukommen. Und dieser Weg involviert wahrscheinlich viel Springen. Nein, eigentlich ist hier eine Leiter. Ja, hier hinten ist eine Leiter. Hinter dem Auto, wo du vorhin, wo du das letzte Mal den einen beschuldigen wolltest mit dem Mechaniker. Mhm. Da ist eine Leiter. Ja, hier. Oha. Du kannst natürlich auch einen Weg über die Dächer suchen. Okay. Aktivieren, damit die Kameras für 30 Sekunden offline sind im Obergeschoss. Habt ihr, glaube ich, schon gemacht. Und hier ist noch eins. Das habt ihr jetzt auch gerade schon aktiviert, okay. Und einmal das Polaroid-Foto untersuchen, was ich gerade nicht kann. Jetzt kann ich's. Oh, unser Freund. Unser Freund und Shani. Jetzt kann man hier durch. Ich habe kein Bild gekriegt. Ah, oh, der. Zeit. Ja, wie auch immer. Ja. Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich ihn töten. Zum Übergabe. Warum willst du Said töten? Ich mag ihn nicht, habe ich schon mal gesagt. Ich traue ihm keine Sekunde über den Weg. Traurig, oder, Terra? Total. Ja, zum sagt ihr. Und irgendwann ist er lachend über euren Leichen. Summ, summ, summ. Über welche Leichen? Die Bienen, die pflücken uns immer, die flicken uns immer zusammen. Das ist eine Mumie, der findet schon Möglichkeiten. Einen Weg hineinfinden. Okay. Ich nehme die Tür. Die ist verschlossen. Ich glaube, da musst du hier rein. Nee. Lass das. Wie, nee? Was soll das denn heißen? Nee, ich meinte mich jetzt gerade. Das war laut. Kann ich nicht einfach alles töten? Ach ja, okay. Weg gefunden. Ja, Lasermarkierung, du mich auch. Nein! Oh, scheiße. Ich und drüber springen, ey, ne? Aber hier geht's auch hoch. Okay. So, dann hat man hier Laser, dann kann man das hier oben vorne durch das Fenster. Achso, Terra hat's schon ausgemacht, sehr gut. So, hier können wir noch mehr Laser. Ja, das ist wieder für die Tür, wenn die zugeht. Einmal über den Laser drüber hopsen. Hier ist nochmal eine Sprengladung. Hier ist eine Kamera. Ich werde sterben. Ja. Genau. Ja, lacht über meinen Tod. Das wird die Mumie mit euch auch machen. So, hier hin. Oh, verdammt. Gut, dass du mich nicht mit in den Tod gerissen hast. Danke. Schade! Das ist doch sonst irgendwie immer mein Special-Effekt.
dass ich andere Leute mit in den Tod reiße. Ja. Hat mir jedenfalls nachgesagt. Da ist schon wieder jemand gestorben? Ja, das bin ich. Ich habe ganz vergessen, da war ja noch eins auf dem Boden. Okay. Oh, ich muss mich beeilen. Okay, jetzt schnell raus. Okay, ich hab's geschafft. Da war noch keine Laser, als ich reingegangen bin. Die sind gerade dann wieder gekommen. Ja, da kann ich ja nichts für. Boom, boom. Ja, nee. Also, dass ich das mal schaffe vor euch, also das... Ich kann auch zum Treffen gehen, aber ich wollte eigentlich jetzt gerade den Laser wieder zumachen, damit, also aufschließen, damit Maler durch konnte, aber der ist mal ein bisschen zu schnell gewesen. Ich warte mal draußen. Hallo. Schon wieder. Irgendwas machst du falsch. Ich hasse diese Quest. Deswegen mache ich diese Quest eigentlich auch nicht. Terra, wartest du jetzt wieder, bis die Dinge an sind, oder was? Mhm. Na, macht einfach weiter, wartet nicht auf mich. Na gut. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo der Treffpunkt ist, da unten. Also die fand ich jetzt auch noch relativ harmlos. Da gibt's wesentlich schlimmere. Oh ja. Ich erinnere an einen schönen Abend, den wir verbracht haben in Transsilvanien. Wer wollte hier nicht spoilern? Ich spoilere nicht. Nein. Du hast erwähnt, dass das dritte Gebiet Transsilvanien ist. Ja, das weiß man doch. Nein. Das hast du auch schon mal gespoilert. Nein. Halte ich für ein Gerücht. Okay. Einen Weg aufs Dach finden. Hier durch. Hier rum. Oh, die sind alle voll traurig hier. Warum wohl? Das weiß ich nicht. Wir haben erfahren, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ach so. Warum gibt's denn nicht? Oh, ich habe einen Lag. Ungut. Ja, wie die Geschichte mit meinem Paten kennt. Möchtest du sie uns erzählen? Du wolltest nicht wissen. Haltet ihr mich für kinderfeindlich? Ach was. Oder für grausam, fantasiezerstörend, was weiß ich. So. Das Streben der Drachen ist sinnlos. Aton wird siegen und sie werden in seinem Feuer verbrennen. Den Informanten besiegen, ob ich es auch ohne Terra und Malae schaffe. Boah. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Auf dem Dach. Mit mir brauchst du nicht rechnen. Ich versuche jetzt auch gerade hier mal in normal laufen. Ach, der ist kein Problem. Sagte er und wipe. Nö, der macht mir zwar Schaden, aber ich heile das wieder hoch. Sagte er und wipe. Nein! Nix wipen hier. Achso, das ist schon wieder ein Atonistengewand, davon habe ich schon genug. Ja, da kommt Terra. Sehr gut. Du bist im falschen Haus. Ist mir auch egal. Nee. Er meint mich. Achso. Da, bei mir ist er wieder da. Kannst du ihn angreifen?
links. In das Haus, was da vor dir ist, müsstest du rein, glaube ich. Willst du jetzt gucken, ob du die platt kriegst? Ja, genau. Richtig. Wir haben dir sogar die Leibwächter weggenommen hier. Immer weiter. Das wäre nur wichtig gewesen, wenn die Leibwächter noch da gewesen wären, weil dann hätten die nämlich sich nur darum gekümmert. Du hättest um sie herumlaufen können. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich dringend die Hauptquests weitermachen, weil damit hier nicht ständig diese Atonistengewänder rumliegen. Ach, deswegen sind die ganzen Teile noch hier. Ja. Und ich habe mich schon gewundert vorhin, warum. So. Haben wir es doch geschafft. Vom Schauplatz fliehen! In welche Richtung fliehen wir? Ja. Immer in der Terra hinterher. Na gut. Flucht. Jawohl. Und das geben wir noch hier dem Typen ein bisschen Danke. Geld. Vielen herzlichen Dank. Schon wieder? Der hat schon eine 500.000 von mir gekriegt. So, was haben wir denn hier gekriegt? Wir haben mehr Durchdringungswert, mehr Durchgesundheit, mehr Trefferwert. Nehmen wir doch mit. So. Und zwischendurch haben wir auch noch ein bisschen was eingesammelt. Weniger Heilungswert ist nicht so gut, glaube ich. Das hat auch weniger Heilungswert. Das hat... Das ist ein Tank-Item. Frier ihn ein! Ich versuch's ja. Bisschen das hitzige Gemüt runterkühlen. Alles klar. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Secret World mit der... Terra May. Und dem... Lothric Dark. Und dem Quali. Bis dahin. Tschüss. Yeah.